Hallo, liebe Zuschauer. Peru verhängt ein 10-Jahres-Verbot für Genpflanzen. Damit beweist das Land, dass der Umgang mit Gentechnik auch anders gehen kann. Die Plenarsitzung des peruanischen Kongresses verabschiedete jüngst ein 10-Jahres-Verbot gegen die Einfuhr, den Anbau und die Zucht von gentechnisch veränderten Pflanzen. Aníbal Huerta, Präsident der Agrarkommission Perus, sah das Verbot als zwingend notwendig an, da eine enorme Gefahr aus der Nutzung der Biotechnologie hervorgeht. Genpflanzen sind unter anderem für eine Vielzahl von Störungen und Erkrankungen verantwortlich und zerstören zudem die natürliche Vielfalt. Dem sich selbst erhaltenen landwirtschaftlichen Systems sind vielerorts endlose Felder gentechnisch manipulierter Pflanzen wie Mais und Sojabohnen gewichen. Dem hat Peru nun ein Ende gesetzt. Daran sollten sich andere Regierungen ein Beispiel nehmen und den Genanbau endlich stoppen. Herzlich willkommen zum heutigen Medienkommentar. Ungarn wirft Monsanto raus. Ungarns Premierminister Viktor Orbán hat Rockefellers Chemie-, Nahrungsmittel- und Saatgutgiganten Monsanto aus dem Land geschmissen, da in Ungarn anders als in vielen anderen EU-Mitgliedstaaten manipulierte Samen verboten sind. Laut dem stellvertretenden Minister Ungarns für ländliche Entwicklung, Lajos Bognár, wurden im Zuge dessen sogar 400 Hektar Land umgepflügt, um den gentechnisch veränderten Samen zu vernichten. Orbán, der eine Zweidrittelmehrheit im Parlament hat, kann beim Umgang mit Monsanto auch weiterhin mit großer Unterstützung rechnen. Die USA hingegen sind mittlerweile dabei, Handelskriege im militärischen Stil gegen Nationen zu starten, die sich gegen Monsanto und genmanipulierte Pflanzen stellen. So verwundert es kaum, dass viele US-Diplomaten direkt für Monsanto arbeiten, um andere Nationen von der Gentechnik zu überzeugen. Hut ab vor jeder Regierung, der noch das Wohl der eigenen Bevölkerung am Herzen liegt und die bereit ist, dafür einen wirklich hohen Preis zu bezahlen, um eine schlagkräftige Gegenstimme zu bilden. Bleiben Sie dran, denn es folgt ein weiterer Bericht zu diesem Thema direkt aus Wien. Herzlich willkommen zum heutigen Medienkommentar. Heute beleuchten wir die andauernden Falschmeldungen über Viktor Orbán. Die Angriffe der Medien gegen Ungarn nehmen ein dramatisches Ausmaß an. Es sind Angriffe und politische Verurteilungen, die ausnahmslos keinerlei rechtliche Grundlage haben. Zum Beispiel wurde im Mittagsjournal des österreichischen Rundfunks gestern am 24.10.2012 Herr Viktor Orbán, der Staatschef von Ungarn, in ein sehr negatives Licht gestellt. Die Nachrichtensprecherin Christel Reis ließ im Gespräch mit dem Ungarn-Korrespondenten Ernst Gellex kein gutes Haar an Ungarn. Sie sprach Ungarn ohne Beweis die bestehende Pressefreiheit ab. Ebenso sagte sie, Orbán koche im Land des Gulasch-Kommunismus ein Gulasch, das niemandem schmecke, dass er undemokratisch sei und als der starke Mann gelten möchte. Ernst Gellex stellte den Satz in den Raum, dass es schwer sein werde, ihn abzusetzen, weil er eine Zweidrittelmehrheit im Parlament habe. Will man ihn denn undemokratisch absetzen? Zum Schluss gab Ernst Gellex Ungarn für die kommenden Jahre die fast schlechteste Schulnote, wobei man nicht erkennen konnte, worauf es sich bezog. Auf das Wohlbefinden des Volkes oder auf die Zusammenarbeit mit der EU-Kommission. Dies alles wurde behauptet, obwohl Viktor Orbán 2010 mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt wurde, was noch nie in der ungarischen Geschichte vorgekommen ist. Das zeigt, dass das Volk hinter ihm steht. Viktor Orbán ist offensichtlich mit vielem nicht einverstanden, was die EU fordert. Hier ein Zitat von Orbán über die EU. In Brüssel wollen viele dem betrügerischen Finanzkapitalismus neues Leben einhauchen. Sie bevorzugen die Spekulanten und sie wollen, dass das Volk die Last trägt. Andere können uns nicht sagen, was wir in unserem Heimatland tun und lassen sollen. Ist seine kritische Einstellung der EU gegenüber der Grund für solche Verzerrungen der Medien? Kommissionspräsident Barroso sagte am 5.1.2012 in Kopenhagen: Wir werden all unsere Macht nutzen, um sicherzustellen, dass Ungarn das europäische Recht und unsere Werte respektiert.
Da stellt sich nun die Frage, ob das Volk noch selbst entscheiden darf, wen es wählen will. Oder wird schon von den Medien und der EU entschieden, wer zu wählen ist? Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.